Hallo, hier ist Ranja und ich bin hier mit Leon und wir spielen heute Pokémon weiter und zwar, ja, Sword, nee, Shield. Wir spielen Shield. Shield, Never ja, mind, ich bin Shield. Idiot. Zudela, wo wollten wir? Also, wir haben keinen Trank gefunden. Ja, wir haben Hartes keine Leben. Ahnung von Wir gehen, Anarchie. Mama. Tschüss. See you later, alligator. See you later. Will ya never. See you never. F you. So. So, ich nehme an, wir müssen jetzt irgendwie am Bahnhof vielleicht oder Ich so? nehme auch an, wir müssen am Bahnhof. Ich bin auf dem Weg. Ich bin Ach, guck auf dem mal, Hopp ist direkten jetzt Weg nicht mehr da dahin. und sagt, dass du zurückgehen sollst. Der ist jetzt vorne. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Auf unserem Von deinem Bahnhof. Bruder. Also, deinem Bruder. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hauptlot trainieren. Na, das Das ist würde nichts nicht weiterhelfen. Besonderes, aber ich bin krass. Würde nicht weiterhelfen. Wir werden uns treffen und seine Pokémon labor, okay? Das Gebäude mit dem violetten Dach, mit dem Rosen. Ich wohne hier seit 10 Jahren. Ich weiß. Naja, also die Ingame, ja, aber wir? Ja, ich weiß es auch. Ich sehe bloß ein Ja, da ist ein Lokal, da müssen wir wahrscheinlich rechts durch. Pass auf, dass du die schlafen mit Wollis. Ehrlich? Darauf nehme ich Rücksicht. Nicht, die Wollis versperren den Weg. Ich kann aus Gründen nicht drüber springen. Nein, Achtung! Vor allem, wenn man auf Sprite passt, hat perfekt da links durch, aber. Ja, aber wir sollen sie ja nicht aufwecken. Und wir müssen rechts Wir könnten uns jetzt rechts über den Hügel klettern, aber machen wir nicht. Wir gehen durchs hohe Gras! Da ist was. Hallo. Vielen Dank. Ein Raupi. Ein Raupi will ich. Verstehe schon, warum wir nicht ins hohe Gras sollen. Das ist schon gefährlich. Ein Raupi. Ja. Never mind that. Sind beide unsere Pokémon mit weiblich? Lol. Was? Wir haben Female Squad. Was ist was hier los, ey? Was ist los? Das ist ja. Ich kenne noch ein Pokémon, was weiblich werden muss. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Denn wenn das gegnerische Pokémon tot ist, was kannst du dir nicht mehr machen? Schaden. Ich meine, One-Shotten kannst du Pokémon noch nicht. Noch. Tonung liegt auf dem Noch. Also so, ich sag mal, jetzt müsste ich einfach gerne. Oh, das ist doppelt gelevelt. Hast du was gesehen? Okay, Brian ist Level 9. Wir sind einfach. Du hast einfach einen eingebauten XP-Teiler drin. Warte, was? Ja. Stimmt, ich habe mit dem Mauzi nicht gekämpft. Ja. Warte, was? Hä, das ist hier Cheaten. Hä? Früher hattest du einen XP-Teil. Den hast du später erst gefunden. Und da musst du richtig aufpassen, wenn du den gibst. Das ist ja, also das ist ja wrecked. Ja, das stimmt. Das gefällt mir nicht. Das stört mich. Ich fand das mega einfach gemacht, das Spiel. Da, guck mal, hier ist noch den Pokémon kannst du das Item. Oh, ein Trank. Okay, ich ramme jetzt die Schafe. Also du musst nicht gegen jedes Pokémon kämpfen. Ich kill die. Red, ist es so? Ich hab gedacht, es hat ein höheres Level. Oh, guck mal, da siehst du richtig, wie die sich im Gras tümmeln. Das ist irgendwie cute. Ich mag das. Ich mag, dass du die Pokémon im Gras siehst. Ja, weil dann kannst du auch ein bisschen so die dodgen, die du nicht willst, die fighten, die du willst. Das gefällt mir ganz gut. Ja, zwei Fahrerheile habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Ey, du bist gar nicht im Gras! Hast du gesehen? Ja, das sind Overworld Sprites. Ja, okay. Denkt, der kann sich alles fangen. Erlauben. Wenn wir einen Pokéball haben, müssen wir es fangen. Ein stärkeres Glurak habe ich noch nie gesehen. Du bist, ey, kleines Kind. Diverse Glurak Champ ist hier. Ist es wieder Champ Time? Champ Time. Champ Time. Elaine hat einen Champ Glurak. Time. Pokémon. Oh, ja, es ist Champ Time. Hopp ich los. Hast gut hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassburn musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich nicht. Ich kannte den Weg. Ich hab's nicht so mit Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Auch genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Glurak. Mal sehen, wie das Labor aussieht. Die Katzen sind krass, ey. Oh, ich liebe die Bibliothek. Oh, lol. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Voll, voll, voll! Ist es einfach. Ist es voll hier oder? Oh, das ist das Pokémon. Oh, ist der hässlich. Der entwickelt sich zu einem lustigen. Das sieht gut aus. Ja, ist es ein Elektro-Corki? Ja. Ja. Ja, ja. Okay, okay. Das wird zu so einem richtigen Windhund danach. Oh nein. Die klassische Entwicklung von Corki zu Windhund vergessen. Dylan, was führt dich diesmal hierher? Das ist Sonja. Das ist Sonja? Ja. Warte, ich finde nicht, dass sie so gut aussieht. Oh, mein Lieber. Das Outfit! Das Outfit an! Das Outfit ist nicht schlecht, aber ich finde nicht, dass sie so gut aussieht. Ich mag die Haare nicht. Ehrlich nicht? Das ist mir cool. Das Head Ponytail? Ich habe nichts gegen den Head Pony, aber ich mag die Haare einfach nicht. Was
das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist. Oder irgendein Alien. Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Ja. Das Outfit ist okay, aber ich mag die grünen Augen. Das Orange passt perfekt. Ich mag die orangefarbenen Haare nicht. Und ich finde die Jacke zu kurz. Also ich habe das Gefühl, so Mäntel sehen immer weird aus, wenn die so kurz sind. Ja? Ja. Ja, es geht. Also ein bisschen länger. Ah, es ist zu kurz. Ist kurz. Hallo Voldi, na mein Kleiner, danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon ist eigentlich nicht gedacht. Sorry, Mann. Ich hab dir schon gesagt, ich würde den Orientierungssinn haben. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen habe. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so schnell sie mich vor, glaubst du, so unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein frei verschenkten blöde Witze? Was ist der Sinn dahinter, Sonja zu Sanja zu machen? Ich weiß es nicht. Was? Sanja ist auch einfach kein deutscher Name. Das ist ein Buchstabe. Vor allem Sonja ist einfach ein normaler, ne? Oder? Im Deutsch. Denke ich mir auch. Gott. Daher musste Sonja. Ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Ich finde nicht, dass sie so krass gut aussieht. Ich finde, der Mantel stört mich. Das Gesicht ist ganz süß, die Haare sehen komisch aus. Das ist mein persönliche Preference. Voran. Nessa. Nessa sieht gut aus. Nessa? Mhm. Arena-Leiterin. Okay. Wasser, glaube ich. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanja, die Assistentin der Professorin. Die nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Cap, die frisch gebackene Pokémon-Trainerin. Würdest du ihr ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Wo? Wo? Knallhart. Wo? Wo? Was willst du? Du bist Pokémon-Champ. Was hast du für Probleme eigentlich? Ansonsten noch Wünsche der Herr. Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft und wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Er hat mich gewundert, dass er sich nicht wieder verabschiedet hat mit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Champ-Time. Ja, sicher, Champ-Time. Oh, du hast ein Smart-Rotom. Let's chase it up. Hey, Rotom. Oh, ich hab Smart... nice. So ein Smart-Rotom ist schon was Tolles. Ist es wirklich die Ersetzung für Smartphone? Nennen sie es Smart-Rotom? Ja. Okay. Fun Fact, es gab in Sun and Moon gab es den Pokédex, der auch ein Rotom war. Ehrlich? Aha. Ah. Ich weiß nicht, was sie auf einmal mit Rotoms haben in so. Ich meine, es macht ja Sinn. So, die können sich ja verwandeln, aber... Ja, schon, aber... Ne? Es waren schon immer technische Geräte, so ist es nicht, aber... Na stimmt, der Pokécom. Die Waschmaschine. Oh. Egal. Okay. Ja, die besonders Karten der Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich keiner mehr verirren können, außer die Lilian natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Na, sieh mal einer an. Da bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart-Rotom zu installieren. Danke. Hey. Guck mal, das ist jetzt unser Pokédex auch noch. Es ist einfach ein Multifunktionsgerät. Ach ja, dein Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Na, Route 2. Kann ich. Ich finde es cool, dass sie der Professor ist, aber das Haus nicht das Labor ist. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon. Nee, ich war nicht gerade im Pokémon-Labor. Woher so. Komme ich denn? Ja, rechts aus dem Gebüsch. Dann hast du doch bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen. Und ihn. Das ist ein Creep. Das ist ein harter Creep, der Dude. Hier, für dich. Boah, ist du hältst einen Trank. Brauch ich nicht. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Das ist ein Danke, Trank. Danke, ich weiß, was ein Trank macht. Setz ihn ein. Wenn einzelne Pokémon Kraftpunkte. Oder kurz Kaffee. Ja. Sanja hat den Pokédex auf ihrem Smart-Roboter. Ja, hat sie! Da geht's jetzt so richtig ab. Du hast einfach richtig starke Pokémon für dein Team. Ich hol mir ein Eichhörnchen. Ich hol mir einen Vogel. Ich slap. Ich hab schon Maus. Das Eichhörnchen brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay, das mal, wie das aussieht. Den Vogel brauchen wir tatsächlich. Warum? Weil der gut. Okay. Also, ich brauche halt auch, was das Flug hat. Das ist Flug. Flugstahl. Ja, eben. Das ist gut. Das ist gut. Die meisten Vogel-Pokémon haben ja Flugstahl, oder? Hast du die Anfangsdinger? Nee, die Anfangsdinger sind eigentlich immer Flug normal. Also so Staraptor und sowas war Flugstahl. Nee, Flugkampf war der. Wie Kampf, oder? Nee, der konnte nur Nahkampf erlernen, aber er war Flug normal, ja. Schließlich wimmelt es aber auch nur so von wilden Pokémon übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich ein Pokémon Center. Jetzt wissen wir alles. Ja, ich weiß, wie die aussehen. Guck mal, der Pokémarkt ist immer noch enthalten im Pokémon Center. Das war früher auch nicht so. Nee, früher haben die das einzeln gemacht, aber jetzt ist alles in einem. Was viel besser ist. Muss ich echt sagen. Ich wollte gerade pöbeln. Aber okay. Besser. Ist viel besser, Leute. Ja. Namensbewerter. Jetzt geh auf das Mauzi. Aha, sein momentaner Name lautet also Mauzi. Damit hast du dir schon viel Mühe. Aber ein viel besserer Name wäre natürlich noch.
Haben wir uns auch schon viel besprochen? Ja. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Wie soll seine. Ja. Ja. Wie wird es nennen? Wie wird es nennen? Smauzi. Wie wird es nennen? Unser Mauzi heißt jetzt Margaret. Ja. Margaret. Dieser Name passt viel besser zu ihm, das stimmt. Eine gute Entscheidung. Entscheidung. Danke. Achso, oh nein. Warte mal. Da kannst du einfach B drücken. Ich wollte nicht. Haben wir eigentlich nur zwei Pokémon? Das ist ja, ja, wir haben nur zwei Pokémon. Brian. Momentan. Ich mach uns wieder nach oben rechts. Wir kämpfen ja nicht. Der Bri-Bri. 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 Let's go. Transgender Bri. Junge, die Katzen, ey. Ich hab ein bisschen Angst, gerne in eine Pizza gehen. So. So, dann müssen wir hin. Wir lassen uns nicht rein. Hallo, wie hast du den Fisch getrunken? Ja, Smug. Was ein Smile, Mann. Bären. Müssen wir die jetzt kaufen? Nee, ich mach jetzt wieder mal so. Ja, die haben einfach den Text überall verteilt. Pokémon. Könnt ihr es wahrnehmen? Könnt ihr. Danke für deinen Besuch. Es ist ein bisschen passive aggressive. Du hast nichts gekauft? Danke für deinen Besuch. Ist das die Boutique? Ja, aber das ist die Boutique, oder? Nee, da können wir noch nicht rein. Doch, da können wir rein? Okay, wie hat sich das? Ich muss das sagen. Ich höre auch gar nichts. Das ist nicht immer so. Soll das mal sehen. Okay. Hallo, was geht? Pieps, oh, die sieht stylisch aus. Oh, die Musik ist ja. Wir kommen in unserer Musik. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Aber ich sehe uns eher bei einer hellen Hose. Helle Hose? Ja. Willst du eine Jeans nehmen oder? Also entweder hellblaue Jeans oder die weiße. Was dir lieber ist. Willst du eine weiße Kapuzenjacke? Das oder? Ding ist, wenn wir eine weiße Kapuzenjacke nehmen, dann nehmen wir die hellblaue Jeans, okay? Willst du? Ja, weil mit der weißen ist es Overkill. Findest du? Ist es zu weiß Overkill? Es ist. Komm doch mal, was haben wir für ein Shirt? Die Shirts haben wir auch als Grundfarbe halt weiß, oder? Ja, man kostet ja 2100. Okay, hol dir erstmal die weiße Jacke. Ich will die gleich anziehen, in der Tat. Okay. Ja, stimmt, wir können einfach. Und das ist ein Streifenshirt. Streifen finde ich nicht so geil. Was ist das mit dem Makani? Ah, nee, ist nichts. Oh, was das ist Makani. Urban? Nee, weiß nicht. Aber ich verstehe nicht, was das soll. Was sind so beige? Oh, beige. Hab ich ja nicht schon mal gehört. Aber beige ist, glaube ich, auch mit den Schuhen tatsächlich gar nicht verkehrt. Dann wirken wir stylisch. Ich glaube auch. Lass uns die beige. Dann gutes Auge. Marineblau ist aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mag beige lieber. Das Ding ist, lass uns beige. Oh, heute. Willst du rot oder beige? Ich mag beige. Ich mag beige. Das hat was. Dann können wir sogar die Schuhe keepen. Tobi! Ja, wir können einfach Streifen beige nehmen. Ja, das Streifen beige nehmen, das sieht gut aus, oder? Ja, würde ich haben. Ja, würde ich anziehen, danke. So, jetzt die letzte Frage: Rucksack, oder? Rucksack. Weil der passt nicht zum Rest im Moment. Wir brauchen was Bräunliches, oder? Braun oder schwarz? Obwohl, der ist gar nicht schlecht, den wir haben. Wollen wir es einfach lassen? Lass den Rucksack behalten. Unserer sieht mehr retro aus. Okay. Es hat schon was. Es hat schon was, ne? Es hat schon was. Es hat schon was. Das sind einfach die beige Ballam. Also die beige. Das können wir. Das ist halt die Frage. Gehen wir jetzt für beige in beige, Ton in Ton oder setzen wir ein Statement? Ich meine, wenn wir eh weiß beige haben, können wir auch einfach beige fortsetzen. Ja, wir können beige fortsetzen, das stimmt. Dann passt es. Ich muss sagen, ich mag unsere Default-Tasche und Schuhe. Ja, oder? Wir haben die was, oder? Ich finde die Default-Schuhe in einer anderen Farbe wären auch noch nice. Wenn die in hellbraun wären. Aber ich muss sagen, die Default-Schuhe sind mega nice. So, die erstmal eine Brille. Oh, nee. Nee. Ah, die weißen sehen irgendwie stylisch aus. Geh nur auf die weißen. Fun Fact ist, das ist alles eine Marke. Siehst du das? Das ist ja, ich seh's. Das sind Brands, wird der? Das ist Supreme. Die Brands hier. Ja, wir sind shopping-süchtig. Wir kaufen nur von Marken. Ja, Markennamen hier, also wirklich. Also wir kaufen nur Markenklamotten. Willst du Handschuhe oder willst du nicht Handschuhe? Also du willst keine, oder? Also ich bin offen. Wenn wir welche holen, dann holen wir die beige. Die beigen? Ja. Also komm mit mir richtig. Wir kommen mitten auf beige. Overdressed. Die 900 Euro am Auto. Ja, jetzt können wir eigentlich auch direkt. Gehen wir jetzt doch für die Brille? Nein! Tu's nicht! Die grüne! Nein. Die hat so eine weiße Brille, das wäre komplett overdressed die eigentlich. Weiß ist ein bisschen viel, oder? Okay, ja, Haarfarbe. Was siehst du als Vision für uns als Haarfarbe und als Augenfarbe? Wenn wir aufs Beige kommen mitten. Nein! Ich finde braun eigentlich gar nicht. Ich finde blau eigentlich gar nicht schlecht. Das Ding ist, ich finde braun passt aber irgendwie zu unserem Look gerade. Ja, oder? Weißt du, stell dir das jetzt mal mit blond vor. Ich glaube, es wird nicht so wirken.
Das ist Jessica, hier ist unser... Unser Buddy. Was geht? Sag mal, Kath, hast du dir ein neues Outfit gekauft? Für eine rechten... Ja. Bei beiden Fragen erzählt er mir mehr darüber. Ich will aber nicht, dass er mehr mit mir redet. Das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Oh, ich wusste wirklich nicht, was es ist. Der Gewinner hat eine gute Chance am Ende gegen den Champion. Meinst du nicht, wenn du deinen Bruder nett fragst, dass er dich einmal gegen dich kämpfen lässt? Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren braucht, du lässt dir lieber einen Empfehlungsbrief schreiben. Gehst durch den ganzen Trubel so eine Arena-Challenge, damit du am Ende deinen Bruder fighten darfst. Okay. Krass. Was ein Larry. Dilian könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deswegen will ich jetzt die Professorin Rat fragen. Du willst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Natürlich. Wie? Die kann man nur einmal im Jahr machen? Ja. Oh, ich fange mein Event irgendwie am 30.12. an. Oh nein! Oh! Wann ist das denn? Die Professorin wird am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu triggern. Dude, unseres ist Level 9. Was ist deins? Level 3? Weiterhin immer noch? Fort, du willst das gerade anfangen und das ist gerade vorbei und musst ein Jahr warten. Ja, das ist ja alles noch drin. Das ist anmerkenswert, da hat was geglitzert. Oh, ja. Vielleicht ist das... Oh, Beleber. Oh, Beleber ist... Beleber ist gut. 50% stimmt. Ich frag mich, ob sich irgendwelche Leute in den Kommentaren beschweren, dass unsere Kamera alle 5 Minuten woanders ist. Haben wir Pech gehabt hier. Muss man mal hinnehmen. Ja. Hey, Kath! Was geht ab? Ich find's mega lustig. Hm? Wenn der Bildschirmtext durch die Kamera geht. Das wäre sick, oder? Oder? Das geht aber leider nicht. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Ich weiß, wie man Pokémon fängt. Falls nicht, erklär. Alter, der Bruder steht auf uns. Der Bruder hat uns in dem neuen Outfit gesehen. Das ist ein Deum! Wir sind aber auch schon echt für ein Jahr. Ja. Ich meine, klar, wir sind minderjährig, aber es hält ihn nicht auf. Minimal. Jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an. Jeder Typ hat. Ich habe irgendwie gerade gelesen, jedes Pokémon gehört einem oder von zwei Typen an. Die Starken und die Schwachen. Dein Bruder hat Schwache ausgewählt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen können. Kann man jetzt so und so sehen. Ja. It's Champ Time. Ich mein, er hat es wieder gesagt. Es ist wieder Champ Time. Oh, ein Volley. Ein gutes Volley erscheint. Da habe ich Angst. Aber zeig dir jetzt erstmal, wie man das mit einem Vogel slappt. Okay, er hat das Pokémon. Achso, er macht das. Er macht das. Ich darf mir nichts machen. Ja. Ja, was? Was macht er denn jetzt? Er wirft jetzt schon Pokémon. Schwächen. Wer muss seine Pokémon schon schwächen? Es ist ein schwaches Pokémon. Das fängt er einfach. Ich glaube, es bricht jetzt aus, wenn er sagt, ja, ihr müsst es vorher erst schwächen. Was? Was ist denn das? Ich zeig euch, wie man Pokémon fängt! Wirft Pokéball. Krass. Also Leon, ich muss sagen, Dilian. Dilian, du bist krasser Dude. Krasser. Der würde davon flexen. Hier habt ihr Pokéball. Wie viele Pokéball kriegen wir? 5? Ich hoffe, ich krieg mehr als er. Also als sein Bruder. Hier in der Gegend kommen irgendwie Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie ja deinen neuen Trainer. Ja, Alter! Was? Man kriegt 15 mehr 20. als normalerweise. Das wollen wir. Und ist jetzt schon? Letztes Mal, oder nicht? Ja. Obwohl, das sieht eingebildet. Es sieht traurig und eingebildet zur gleichen Zeit aus. Wie ist das möglich? Das Ding entwickelt sich zu so einem Fuchs halt. Also so einem längeren Fuchs. Haben wir schon fast gedacht. Egal, wir gucken mal, wie sehr wir das slappen. Okay. Wir sind halt auch Level 9 schon mit Brian. Das stimmt. Brian. Brian, und wir fangen das. So, pass mal auf. Vielleicht fangen wir es vielleicht nicht. Wenn der sein Volley fängt, ohne das zu schwächen, dann fangen wir das Fuchs. Kleptifuchs wurde gefangen. Also eine Idee für den Spitznamen? Für Kleptifuchs? Ja. Das ist nämlich ein Sad Boy. Wie wär's mit Maya? Oder Maya. Oh, kommt doch an, ist ein Junge oder ein Mädchen? Wenn es ein Junge ist, nenne ich ein Sad Boy. Nee, ist ein Mädchen. Gott, kann ich trotzdem Sad Boy nennen? Aber wie viele nennen? Mädchen fangen wir eigentlich? Ich schwöre, alles Mädchen. Jetzt habe ich ein Dollarzeichen genannt. Das ist ein Moneymaker. Cashboy. Wir verkaufen den nachher teuer. Ist das ein Mädchen? Ist da vorne. Genau. So, hoffentlich ist das jetzt ein Mann. Ein Mikrobild erscheint. Es ist eine Frau, ich sage, es ist eine Frau. Geht Brian. Let's go, Brian! Es ist eine Frau! Das geht doch nicht! God damn it! Mein Spitzname funktioniert nicht, wenn es ein Mädchen ist. Wie willst du denn? Arthur. Oh, ja. Wenn er irgendeinen anderen Arthur. Oh, jo, never mind. Was? Wir haben ihn einfach gekillt. Der war schwach, den wollten wir eben. Ich glaub nicht. Ich meine, wir gehen ja nicht für Wesen, ne? In dem Spiel. Also, guck mal, jetzt sehen wir, wie Cash Baby levelt.
Ich find's gut, also die unteren vier wenigstens sehen. Ja. Da ist direkt noch einer. Jawohl, direkt noch. Oh ne, das ist ein Eichhörnchen. Ja, egal. Achso. Wir fangen den Vogel. Das ist ein Mädchen. Ich spür's. Na sehen. Das ist ein Mädchen. Also, los, Brian! Ist ja krass hier. Ja, das ist ein Mann. Okay, wir nehmen den Arthur. Alles klar, wir müssen aber machen Kraft lieber. Okay, ich nenne das jetzt weiterhin Pfund. Das ist mir egal, was das Spiel sagt. Es heißt Pfund. Das hieß doch auf jeden Fall mal Pfund, oder? Mir kann doch niemand erzählen, dass es nicht Pfund war. Nein, früher. Das hieß Pfund. Das ist auch gefährlich. Weil die Katze pöbelt, weil die will in den Raum, wo die Pizza ist. Tja. So. Das Ding ist, wenn ich ihn jetzt noch einmal hätte, könnte es halt passieren, dass die Krippe oder stirbt. Wir vertrauen auf unser Glück. Wir hätten es noch einmal mit Pfund. Pfund heißt es, merkt es euch. Ich kann auch vieles Katzen nicht. Was? Da sind Pizza ein. Hieß es nicht mal Schnabel? Das hieß Schnabel? Was? Das ist Schnabel! Guck mal, wie der unseren Anstalten ist, nur so. Vor allem, das heißt auf Englisch heißt das Peck. Alter. Ja. Das ist Schnabel. Ja, sag ich doch. Haben die das so übersetzt? Was für. Pizza. Also, das ist nicht. Also, Peck ist ja nicht Schnabel übersetzt, aber es macht. Also, es macht Schnabel. Es heißt halt Schnabel. Einfach, ja. Es hieß auch schon. Das ist ja Petten, ne? Ich weiß nicht, auflesen. Nee. Ja. Also, ich verstehe nicht wieso. Hä? Es heißt jetzt nicht mehr Pfund, es heißt Klaps. Es heißt jetzt Pizza und nicht mehr Schnabel. Was soll der Mist? Ich frage mich, wie jetzt Bohrschnabel heißt. Warte, Bohrpizza. Super Pizza. Ich hoffe nicht. Ah, guck mal, Level 10. Brian, unser Man. Bri. Nicht unser Man, aber, you know. Naja? Er ist ja Transgender, er ist ja unser Mann. Er ist Transgender, stimmt. So, jetzt haben wir unseren Mann im Team. Mit seinem kleinen Körper kann es flink fliegen. Und so mit Hilfe von trickreichen Taktiken größere Gegner überlisten. Ja, wir möchten den Arthur rein. Wir nennen ihn Arthur. Arthur? Arthur wurde nett. Willkommen im Team, Arthur. Der König. Guck mal, sie streichelt ihn. So, entwickelt sich auf Level 18. Arthur 18? Sollen wir Arthur als Kämpfer nehmen? Können wir eigentlich machen, oder? Ist es egal mit dem XP-Teiler? Ich glaube, es ist egal, aber. Die kämpfen trotzdem mehr. Ja, wenn du aktiv bist, kriegst du mehr. Sollen wir Arthur trainieren? Ich will, dass er sich entwickelt schnell. Ja, können wir machen. Wir trainieren einfach. Ja, wir trainieren. Machst du dann mache ich gerade die Reihenfolge richtig rum. Was bist du? 5? Es könnte natürlich minimal sein, dass du mit 5 HP wenig weit kommst. Knipst. Also ja, ist egal, wir wechseln direkt. Der hat einen Raffel, wir müssen nicht mehr wechseln. Ah, ich weiß nicht, aber am Anfang ist es. Wenn du einen Stahltypen hattest, hätte ich gesagt, musst du nicht wechseln, weil es ist nicht sehr effektiv. Ja, wir will wechseln. Ja, auf oder? Den? Auf mehr? Wir können das Mauzi ein bisschen trainieren. Ah, ich mache Mauzi auf sicher einfach ein gutes als Pokémon. Alter! Okay, komm, das war ein Crit. Das zerschlitzt sich. Damage als Crit. Über die Handschuhe haben wir irgendwas. Nee, Zeitag war Müll, ja, das macht nichts. Nee, benutzt Zeitag. Ja? Ja, ihr öffnet das Zeitag ein, das ist mehr Geld am Ende. Ehrlich? Aha. Okay. Cash Money. Dass er uns gecrittet hat, überall ist. Münzen zerstreut. Das ist nicht gut. Ja, aber der crittet uns nicht zweimal. Der macht uns 6 Damage. Ja, wir können nochmal. Mach mit 6 Damage. Wir können ihn ja zurücknehmen. Wir spielen ja keinen Lastwerk, wir müssen den ja nicht freilassen. Ist egal, ob er stirbt. Ja, okay, also, okay, wir haben noch. Selbst wenn Margaret stirbt, wir haben 4 Pokémon. Es geht nur darum, dass Margaret dann keine XP bekommt. Oh, okay, guck mal, wir killen ihn jetzt einfach. Mach einfach nochmal 2 Tage. Timmy, was willst du schon? Dein erstes Pokémon? Okay, weil jetzt liegen halt Münzen verstreut. Und das heißt, wir sollten eins mehr Geld kriegen. Okay. Let's go. Cash Baby, level up! Hey. Arthur erreicht Level 6. Nice. So, wie viel Geld kriegen wir jetzt? Ich kann einfach nicht wechseln, wenn ein starker Trainer über den Weg läuft. 360. Und ich heb 90 auf. Okay, nice. Ja, aber jetzt lass uns erstmal das Pokémon-Center gehen. Oder bevor wir. Wollen wir nicht weiter? Also, guck mal, da ist direkt die nächste Stadt. Nee, das ist das Haus von mir. Aber ich weiß nicht, wie sie uns heilt. Ja, die heilt. Nee. Doch, die heilt uns. Ja? Ja, die heilt uns. Ah, das ist ein Pokémon, das liegt so. Ja. 2 Tränke. Genau. Komm ich da hoch? Nee, gar nicht. Oh, das rechts ist ein Wasser. Pokémon, Stern-Pokémon. Okay, noch ein Trainer. Let's go! Oh, Strike. Dürfen wir nicht back. Okay, nicht jetzt mit Brian, unserer Frau. Was, Brian, keinen Schaden. So viel Damage. Wir killen dich. Ja, kann man doch Strike-Pokémon.
Nimm das. Das ist nicht sehr wirklich noch Pfund. Ja, es macht trotzdem mehr als Pfund, oder? Ja, ich glaube schon. Warum ist meine Katze nur am Pöbeln? Also heute ist ja ganz schön. Ja, sie will halt die Pizza. Geht nicht. Das ist was für Erwachsene und für nicht Katzen. Muss man nicht mehr Grenzen lernen. Ich finde es aber gut, dass das Ding, das ist ja die Vorentwicklung. Geh nicht mehr nach vorne. Ich guck. Oder? Die Entwicklung. Ja? Ist das so krass? Ja, nee, weil früher dachte ich halt, dass die Erweiterung von dem Ding keine Entwicklung hätte. Weil ich nicht wusste, dass es eine Weiterentwicklung war. Ah, lol. Aber es ist eine gewesen, deswegen ist es ganz gut, dass wir vorhin getan haben. Ah, okay, also. Weil Heim halt mehr Basiswerte hat. So, wenn die uns jetzt nicht hielt, dann. Welcher Professor hat denn einfach vor seinem Haus so drei Trainer stehen, die Deutschland nicht vorbeilassen? Vor allem so Kinder! Schulkinder. Obwohl, die Jungen sehen halt aus wie 12. Nee, nicht mal, die sehen wie 8 aus und das Mädchen sieht aus wie 16. Ja, oder? Ist so. Was ist das denn? Zwei Wochen Schulmädchen. Käfer. Clownwetter ist mega nice. Der lebt wirklich gegen jeden. Clownwetter ist mega nice. Es gibt plus 1 in Accuracy und plus 1 in Attack. Oh, okay. Ja. Haben wir das schon aufgesammelt? Ne? Hat er es uns gegeben? Nee, das hat er erlernt. Warte, was war das? Haben wir das Vieh gefangen? Das ist das Vieh, Das ist das, was die hatte, gell? Ja, genau. Brauchen wir nicht, theoretisch. Das ist hart. Das finde ich frustrierend. Kamelhex. So, was kann man nicht den Typen schon sehen? Wasser. Nee. Wesen nenne ich, sorry. Willst du ihm Spitznamen geben? Wir nennen es Roshi. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sehe aus, ist wieder Champtime. Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse. Du, das ist so ein Dude, ne? Ich muss gehen. Ich habe noch Besseres zu tun. Ich habe wichtige Dinge. Überall ist der. Er ist überall. Jetzt er steht überall da mit seinem Cape. Was geht, Professor? Was macht die Arbeit? Ha, ich fürchte, davon bin ich weiter fern. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Ihre Enkelin ist Sonja, gell? Ja. Ja, ja. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Oh, schon day. Schon day. Willkommen in meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Ah. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da überhaupt? Denn Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Kath sein. Meine Enkelin Sanja hat ja einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Ja. Jetzt liegt es an dir, ihn zu verstolpern. Ihn zu verstolpern. Kath, das Dynamax-Poke-Phänomen, ist dir doch sicher ein Begriff? Nein. Ja. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax so vollständig ausschöpfen. Vollständig ausschöpfen können. Gott reden, das ist eine schwierige Sache. Das stimmt. Ach, das ist mal wieder typisch, Dillion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch mit Pokémon drehen. Ich meine, wir leben in der Pokémon-Welt, was? Ja, das ist. Ich find's auch schön, wie wir einfach den Kopf abschneiden. Willst du dich so hinsetzen, dass du sein Kopf bist? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Das wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Teesorten es auf der Welt gibt. Ohne Schein, in der Uni heute, ja. So der eine, der hat sich so Matcha-Tee gekauft, weil es bei uns so Flaschen gibt. Und er war so, ja, es gibt ja verschiedene Sorten grünen Tee. Und manchmal Tee ist ja gemeiner grüner Tee. Aber es steht nie da, was es für eine Sorte ist. Ist es Jasmin? Ist es Sencha? Und er war so, das ist ein Rätsel. Und wir waren alle so, oh, voll das Rätsel. Das ist ja so eine wichtige Frage. Er war, ich wünschte, es würde draufstecken. Meinst du, das schmeckt alles? Ich so, nee, ich glaube nicht. Matcha ist aber gut. Ja. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass du daran teilnehmen, Dillion? Hopp und Kerzen, das war kurz und zu gucken. Ich bin ja schon besser, als du jemand sein wirst. Burn. Das sind einfach noch zu unerfahren. Ach so. War es nicht mal ein Traum, dass Escalar irgendwann einmal die Region zuschneiden kann? Ah, da haben sie natürlich recht. Da muss ich aber hinzuschneiden. Wird es jemals jemanden geben, der stärker als Cynthia ist? Ich weiß es nicht. Cynthia war ein Biest. Die ist immer noch ein Biest, Junge. Jedes einzelne Video online, wer ist der stärkste Champ, die ist immer oben. Die ist auch krass. Cynthia war immer krass. Ja, Mann. Ist einfach bester Champ. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe, den beiden ein Pokémon zu schenken. Er ist auch einfach ein Gönner. Er ist einfach ein Gönner. Er steht da mit seinem herrschaftlichen Cape. Ich sehe, ich verschenke die Dinge. Was macht sein Bruder eigentlich schon wieder? Guck dir den mal an. Der steht hype. Da jetzt schon seit 10 Minuten. Und was wird passieren? Gibt er uns eins? Herr Schini, habt ihr euren Empfehlungsbrief? Ich will, dass ihr kämpft. Ich stehe da mit meinem modischen Outfit. Also ich hoffe, wir kriegen unsere Pokémon geheilt. Ja, er hat gesagt, dafür mache ich natürlich eure Pokémon fit. Er macht nur meine fit, seine nicht. Hopp, wo bist du, kleiner Pisser?
Ja? Komm, er kämpft gegen mich. Ja, wo bist du? Oh. Ich find's auch einfach schön, wie jeder, einfach jeder in diesem Land so eine Kampfmatte einfach im Garten hat. Oh Mann, das ist Pflicht, ne, zum Pokémon-Kampf. Der ist so, guck dir den mal an. Das ist so ein kleiner, überheblicher Drecksbengel. So, wir schleppen den weg. Schnabel! Wir machen den nass. Eigentlich hättest du Clown jetzt noch zweimal einsetzen können, dann hätten wir jetzt Pokémon vorhin getuschottet. Ja, aber dafür hätten wir zweimal Clown jetzt einsetzen müssen. Na egal, das haben wir. Er hat nicht so viele Pokémon. Ja, Ich critte jetzt. Ganz funny. Schade, das wäre cool gewesen. War das gerade Walze? Nix-Attacke. Du musst, glaube ich, echt. Ich bin Piekser. Du musst Clown wegleiten. Nein, guck mal. Clown, jetzt hätte ich zweimal eingesetzt und dann hätte ich eine Attacke gemacht. Ja. Aber überleg mal, das hat dir für die Pokémon danach mehr gebracht. Und vor allem hätten wir mehr auf Überheblichkeit hauen können. Dann. Ja, nee. Obwohl, das ist kein Stab, also ich muss mal gucken. Oh ja, Kratzer. Let's go. Der Margaret. Margaret. Silber. Warte mal. Was ist das? Ich seh's nicht. Was ist das? Heuler weg damit. Schmutz. Können wir machen. Schlitzer sehe ich. Heule vergessen. Also, Schlitzer ist halt das bessere, die bessere Version von Kratzer. Haben wir schon Schlitzer? Ja. Warum werden wir denn dann Kratzer? Mogel hieß es mal. Ja. Okay, Hoplo. Hoplo. Hey, ich will weiterkämpfen. Arthur slappt dich. Arthur sleept, piekt dich. Arthur easy. Ich bitte dich. Silberblick muss auch mal einsetzen. Ich will dir nicht silberblicken. Ich bin kein schwacher Kämpfer. Ich geh rein. Er tritt mich. Oh, verdient. Oh, das war nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Das Ding ist, ich würde ihn einfach gerne mit einer Aktenkarte einfach killen. Ja, das kann man machen. Brian, it's Boop! Brian! Brian, bye-bye. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere Eislodern. Die bringt dir nichts. Es ist ein Wasser-Pokémon, du kleiner Idiot. Oh nein, 3 HP! Ah! Es wäre egal gewesen, wenn es uns geburnt hätte. Das ist eh spezial. Also, spezial. Abgeschlossen. Nee, One-Shot. Easy. Easy. Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja. Denn ich hab dich einfach schon mal mit dem gekillt, Idiot. Schauenspunkt erhalten. Oh, Cash Baby, Level Up. Cash Baby erlernt Clown-Wetze. Arthur erreicht Level 10. Roshi erreicht Level 6. Ja, das ist uns egal. Roshi ist nur ein Platz, Alter. Ja. Ah, Michael. Weiter kann ich tun. Er ist auch einfach sehr smug. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber wir haben 5 Pokémon doch. Du hast 3. Er ist ein, aber. Jetzt noch ein. Anspannung von Maiko wirkt. Oh, what? Ich darf keine Bären essen. Aber. Manchmal nicht. Hat das unser Ding auch? Ja. Ja? Nee, unsere hat nicht Anspannung. Das okay, warte ja mal. Als wir haben die zweite Fähigkeit, wir haben Kina, ey. Was haben wir? Achso, Kina. Ich slap den weg nochmal. Ja, das ist gut. Basically, wir können unsere Genauigkeit kann nicht gesenkt werden und die Genauigkeit vom Gegner ignorieren wir. Also oh, Genauigkeit ist wichtig. Die Erfahrung, wie heißt das? Die Bates halt, weißt du, kann ich auch weichen mehr. Wirklich. Ja, das ist sehr gut, sehr das gut. Ist gut. Das ist gut. Unnerf ist nice, aber das bringt dir mehr. Also, Unnerf macht einfach nur, dass dein Gegner keine Bären schlucken kann. Mhm. Was das hat er ist. Halt. Das ist halt gut, das, aber. Das nur, hat er, aber halt das bringt uns nichts. Ja, das ist also, nur competitive gut. Weil da hat er wieder Bären. Hier im Pokémon-Game hat ja niemand Bären. Ja. Als Gewinner rastet man vor Glück aus, als Verlierer verfrust. Ich raste nicht aus, ich wusste, dass ich besiege. Das ist schon okay so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker. Ja, du gibst mir XP, ich werde stärker, du bist schwächer. Der Bas ist so troll, ich komme nicht darüber hinweg. Was für ein Kampf. Okay, hopp, mir fehlen die Worte. Let's go, ja. Wir kriegen unser Empfehlungsschreiben. Oh, guck mal, wir haben Luft bekommen. Das hätten sie auch einfach, die hätten sie noch ein Blatt reinmachen können. War das wirklich so out of budget, da jetzt noch so ein Blatt rein zu programmieren? War es so schwer? Ja. Hätten wir machen können. Aber wir sind hyped. Ich finde es auch gut, dass wir gefühlt 3 Stunden gespielt haben und nicht einen einzigen Arena-Leiter gemacht haben. Wir haben 2 Stunden gespielt. Ich habe übrigens mal den Speed-Step upen hier. Ach, entspann dich. Danke, Daniel. Ich wünsche dir. Yes? Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Zweifel ich. Und merkst du, dass ihr noch jung und unerfahren seid? Ja, er. Ich nicht. Richtig Gänsehaut bekommen. Warum? Wovon?
Elfria, ich habe das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle. Okay. Okay. Du scheinst ein großes. Jetzt, damit hat er einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit seiner jetzigen Performance. Ich meine, er hat zweimal gegen uns verloren, ne? Also, das ist schon ein guter Schritt. Verlieren ist aber der erste Weg, ne? Also, ja. Verlieren ist ja nicht schön. Unser Kampfstil ist mitreißend. Wir sind halt einfach krass. Gewinnen. Also, das gehört, Kate, lass uns sofort trainieren. Das ist Zeit, Kate, was auch mit dir jetzt übertragen, damit einer von uns ein Champion wird. Einer von uns. Ich werde Champion. Ich sag, ich bin dabei, weil ich eine heuchlerische kleine ne bin, aber jeder weiß, dass ich gemeint bin. Klasse. Was zum? Er ist einfach ein Gestikulierer wie kein zweiter, ne? Ja, ist grausam. Was? Ich erster! Nee, er ist erster. Er hat einfach beide aufgesammelt! Eins schenke dir. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, das sind sogar hier, zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Ach, wie gnädig. Danke. Was kann der? Komm, wir rauben den Haus noch ins Jahr. In Galar verstreut Sterne den in Geheimnis. Oh, können wir dann diese Galar-Version aus dem Pokémon machen? Mit den Dingern? Vielleicht? Ne, die Galar-Version, die gibt's da schon. Achso, okay. Aber ich weiß nicht, wie das hat. Es wird erzählt, Wünsche gehen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit seinem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaximieren. Maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Okay, die heißen Crystals im Englischen. Das ist ja ein Ding. Glaube ich. Es heißt Wunschsternlanden nur für Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch haben. Ich will allerbeste, ich will allerbeste. Er ist so ein Crybaby. Es ist wie so ein Fünfjähriger, der im Supermarkt steht und sagt, ich will den Schokoriegel, Mama, ich will den Schokoriegel. Ich sag jetzt mal, der Allerbeste kann niemand sein außer uns. Guck ihn dir an. Es ist ein Caps Lock Anschreier. Ich mag den nicht. Top Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Was, würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Nein? Ach stimmt, sie sind ja Experte. Okay. Ganz ehrlich, für Kath und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dina maximieren könnten. Das war ein Wortspiel. Ja. Das ist ein Größer, ne? Ja. Erst begegnen wir ihm schon mal bei diesen merkwürdigen Pokémon. Dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt für die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen. Das ist was ganz Großes. Die Panz. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Achso, okay. Morgen also. Morgen geht's los. Ach, Sonja. Ah, hey. Sonja. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gern nach Hause. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auf den Curry-Train aufgesprungen. Immer. Mit dir will ich immer essen. Schau mal, ich habe hier was für euch gern von Haus. Okay, was kriegen wir? Da war nichts. Da war einfach wieder nichts. Ich habe ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und es sofort angezogen. Wieso ist das pink? Das passt nicht zu unserer Hautfarbe, das ist beige. Guck mal, es ist pink und blau, damit sich keiner der beiden Geschlechter... Ja, aber ich will, dass es beige ist. Fun Fact, pink ist eigentlich die Männerfarbe. Ja? Wieso? Pink war früher die Männerfarbe. Lol. Das haben die zu blau noch geändert irgendwann mal. Crazy. Ich weiß nicht, wieso. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dina-Maximierung von Pokémon. Danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das für meinen Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dina-Maximieren, stimmt's? Katze. Ja. Entschuldigung. Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen, aber immerhin lässt es deine Pokémon riesengroß werden. Aber ganz einfach ist es nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen rausfinden. Oh. Okay. Zuallererst solltet ihr herumreisen, euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Hand und bringt den Pokédex. Es ist mir voll egal. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Er spricht davon. Als würde die Legende immer so im Schatten zu stehen. Aha. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Kev. Fertig, los. Ich habe nicht ja gesagt. Also, die haben gefühlt den. Die haben Barry gemixt mit dem Rivalen von Sun and Moon und dann ist Hopp da auch entstanden. Ey, ganz schlimm. Oh, warte mal. Können wir das fangen? Können wir fangen. Ein Volt. Es laufen einfach manchmal. Das mag ich aber. Ich muss sagen, ich finde es gut. Ja? Es ist wie. Weißt du, im Anime, da sind wir auch einfach auf der Straße, welche rumgelaufen kann konntest. Es fühlt sich irgendwie authentischer an. Mal gucken, wenn After den Slap, dann fangen wir den nicht. Ich wetze meine Klammer noch einmal Überheblichkeit. Irgendwie dadurch, dass er so gelbe Augen hat, sieht er aus wie so ein Albino-Korki. Glow wurde in den Team aufgenommen. Ich hoffe, Glow entwickelt sich schnell, weil Glow sieht einfach retarded aus. Oh, das ist 25 anscheinend. So.
Block. Das ich vielleicht noch nicht. Aber was ist das für ein Bahnhof, ne? Der Bahnhof ist da drüben. Ich weiß, ich war schon dort. Junge. Kein Herz. Denkt auch, ich weiß, wo der Bahnhof ist. Guck mal, sind das da oben? Das ist Labor. Wusste ich. Ja. Keine Orientierungsprobleme. Whatsoever. Gar keine. Nein, habe ich nicht. Gut, dass du es erkennst. So, das war's mit der zweiten Folge Pokémon Shield. Wenn es euch gefällt und ihr weiter solche Videos sehen möchtet, dann schreibt dem Ganzen einen Kommentar und gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr neu hier seid und es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal. Und ich verlinke euch hier oben nochmal die Playlist, falls oder jetzt hier in der Endcard gleich. Dann könnt ihr die komplette Playlist hintereinander weggucken, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!